Und Haus der Jugend, die gerade hier gespielt haben, sind jetzt bei mir auf der Couch und quatschen jetzt ein bisschen mit mir. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir seid. Und ja, es ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich, die ich mal kurz erzählen will. Denn Cordula hat nämlich uns gesehen, NRW Live gesehen und hat dann geschrieben, lass uns doch auch mal da hingehen. Dann habe ich eine E-Mail bekommen von Matthias. Matthias kenne ich aus der Schulzeit und Matthias war ich in einer Band. Und über diese Performance können wir vielleicht später nochmal sprechen. Dann stellte sich heraus bei der Recherche, dass ich mit Marc Tür an Tür wohne in Köln. Ich meine, solche Zufälle, das gibt's gar nicht. Und dann sagte Cordula auch noch, dass einer ihrer größten Fans, der Markus Becker, mit dem habe ich zusammen bei Viva gearbeitet. Also irgendwie, es ist ja schon, ich glaube, es ist Schicksal, dass wir heute zusammen hier sitzen. Schön, dass ihr da seid. Das ist das Album, Haus der Jugend für immer, Jetlag heißt es, und das ist noch gar nicht raus. Am 24.04. kommt es raus. Und da habt ihr jetzt lange dran gearbeitet. Aber Christian, vielleicht erzählst du mal, wie du und Cordula zusammengekommen sind, weil ihr seid die Gründer der Band und ihr seid dann ein bisschen später dazugekommen. Aber es war irgendwie, weil ihr beide so ein bisschen, ja, weil ihr beide viel gemotzt habt, habe ich das richtig verstanden? Eigentlich motzen wir nie. Nein? Nee, wir haben eine gemeinsame Freundin und ich habe dieser gemeinsamen Freundin eigentlich immer was vorgejammert, dass ich so lange schon keine Musik mehr gemacht habe und habe so oft erzählt, dass ich das vermisse und dass es mich so nervt und dass ich so schade finde. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, ich muss dir unbedingt eine Freundin von mir vorstellen, die redet genau wie du. Und das war dann tatsächlich Cordula. Und Cordula, dann ist er zu dir gekommen und gesagt, ich will eine Band aufmachen. Dann hast du erst gedacht, was bist du denn für ein Typ? Was kannst du überhaupt? Oder wie war das? Nee, wir haben uns ganz gemütlich mal irgendwie bei dieser Freundin auf der Terrasse getroffen und erst mal so ein bisschen gequatscht. Und das hat schon mal funktioniert. Und dann haben wir uns getroffen bei Christian in der Küche. Und da war der Matthias aber auch schon dabei, oder? Ja. Ja, dann haben wir uns, genau, weil ihr kanntet euch ja auch über gemeinsame Bekannte, genau, und dann haben wir zu dritt erstmal eine Küchensession gemacht mit, genau, was hast du gespielt? Klavier. Ja, wäre Matthias nicht. Wär ganz gut eigentlich. Aber egal. Irgendwie, genau. Und Dirk, wie bist du dann zur Band gekommen? Ja, wie bin ich zur Band gekommen? Ich habe bis 2011 in Aachen gelebt, bin dann nach Köln gezogen und wollte in Köln Musik machen, kannte niemanden da und habe dann in der Stadtrevue, das ist das Stadtmagazin von Köln, so eine Anzeige aufgegeben. Die habe ich lustigerweise auch mit, aber ich habe eben vergessen, sie aus der Tasche zu nehmen, in der ich mich angeboten habe als dienlicher Gitarrist. Ich wollte einfach Leute kennenlernen, weil ich auch nicht wusste, welche Medien nutzt man da, wie funktioniert das. Das ging in Aachen, weil das kleiner ist und viel überschaubarer, so über Mund- und Mund-zu-Mund-Propaganda, das war in Köln nicht so möglich. Und ich glaube, ihr suchtet ursprünglich eher einen Schlagzeuger, soweit ich mich erinnere, und habt dann aber meine Anzeige gelesen und fandet die nett. Ja. Vorsichtig formuliert. Genau. Und daraufhin bekam ich von Cordula sehr spät noch, also ich habe ein paar Leute getroffen, das war alles sehr merkwürdig und ich dachte, okay, das funktioniert nicht in Köln, zumindest nicht über diese Anzeige. Cordula schrieb dann, ziemlich zum Ende des Monats, als ich schon nicht mehr damit rechnete, und dann haben wir uns getroffen, wieder in der obskuren Küche. Das ist so eine Urzelle auch der Band eigentlich. Ja. Ja, vollkommen verschwitzt angekommen mit dem Fahrrad, total nervös. Viel nervöser übrigens als hier heute Abend. Und dann haben wir uns besprochen, ein bisschen gespielt, dann ging das eigentlich alles sehr schnell. Ne? Sehr schön. Und Marc, dann fehlte immer noch der Schlagzeuger und dann kam Marc dazu. Wie war das? Genau, richtig. Ich hatte vorher auch in einer anderen Band gespielt, die hatte sich dann gerade aufgelöst. Und als Schlagzeuger braucht man immer eine Band für Proberaum und so weiter. Ist ja allein mit dem Schlagzeug ein bisschen schwierig. Und dann hatten die halt selbst eine Anzeige geschaltet, auch in der Stadtrevue, in diesem Stadtmagazin. Da hat sie halt einen Schlagzeuger, boah, ich kenne den Text gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr. Da dachte ich, aber das hört sich interessant an, das könnte passen. Und dann hatten sie mir ein paar Lieder vorher, glaube ich, geschickt, als MP3, so ein bisschen zur Vorbereitung. Da hatten wir uns in einem Proberaum getroffen, also nicht in der Küche diesmal. Ein ganz schlimmen Schlauch. Super heiß war, genau. Ja, dann haben wir zusammen gespielt und dann waren wir zusammen. Super, und jetzt macht ihr wunderschöne Musik, wir haben es gerade schon gehört. Matthias, vielleicht kannst du ja mal vergleichen, unsere Proben von früher, als wir in der Schule waren und geprobt haben. Kann ich mich daran erinnern, dass wir nicht so viel geprobt haben, sondern eher mehr Bier getrunken haben. Wie läuft das bei euren Proben so ab, bei euren Proben zu dieser tollen Band im Vergleich zu unseren Proben damals? Ja, es läuft etwas koordinierter. Ja, hoffentlich. Also bei uns war es so, da war im Keller von meinen Eltern, war halt immer, kamen Freunde vorbei und ach, du spielst auch ein Instrument, okay, spielen wir mal zusammen. Genau.
Das ist bei uns anders, ja. Das ist schon schön, dass wir uns getroffen haben. So schön, dass es mit dir war. Naja, also es war ja nicht so schön. Wir haben zwar schön geprobt, wir hatten einen wunderbaren Auftritt. Davon musst du mal auch kurz erzählen. Ja. Denn wir haben uns mehr Mühe gegeben, was die Outfits angeht, als das, was wir spielen wollten. Ne? Also wir hatten an viel gedacht. Ja, also Outfit war wichtig. Ne? Oben ohne Pelzmantel hatte ich. Du sahst auch hervorragend aus. Ich weiß nicht mehr genau, was du anhattest. Nichts, und, ich hatte nichts an. Wahrscheinlich. Und ja, wir hatten noch so einen Bauzaun organisiert, weil wir so Blues Brother-mäßig dachten, das kommt ganz gut an. Ja? Und dann, ja, deine ganzen Freundinnen hatten Plakate in der Hand hier. Emmy, we love you und sonst was. Mhm. Und letztendlich hast du eben den Auftritt gesagt, das war eigentlich kein Auftritt, das war eigentlich ein Soundcheck. Ja. Und, der Sound hat aber nicht gecheckt. Und der ist gescheitert. Und dann haben wir nach 3 Liedern abgebrochen. Ja, weil keiner uns gehört hat. Es war ein bisschen blöd. Also wir hatten ein tolles Outfit und ein tolles Bühnenprogramm, aber ich habe keiner nur so gehört. Vergessen, wie ich die Anlage zusammenbaue. Ich wusste es einfach. Also ich habe es von der, was auch immer, ich habe das nicht geschafft. Da kam, wenn es gut lief, eine Rückkopplung, aber wir haben es einfach nicht, es kam nichts raus. Das wir haben trotzdem angefangen zu spielen, aber merken, nee. Das hört keiner was. Genau, und das wird euch nicht passieren bei euren Konzerten. Ihr habt am 24.04. Release-Party oder Debüt ist das Album und dann habt ihr noch andere Konzerte, die stehen bei uns auf der Seite und bei euch natürlich auf der Seite. Da könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen. Aber Christian, erzähl doch ein bisschen was zu den Songs. Also da geht es um, ja, so nicht immer um Fröhliches, würde ich mal sagen, oder? Manchmal schon manchmal auch. Schon, also, ja. Aber es geht häufig nicht um ein Thema, sondern es geht eigentlich eher darum, in den Songs, also textlich in den Songs, eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Und in der Tat sind wir auch häufig damit beschäftigt, die Songs auch so zu entwickeln, dass diese Atmosphäre sich auch irgendwie überträgt. Also dass Text und Musik übereinstimmen und dass das Ganze irgendwie zu einer Einheit wird. Und häufig ist es tatsächlich so, dass wir lange daran rumschrauben, bis das irgendwie diesen gewissen Dreh hat, den man gar nicht so richtig erklären kann. Textlich ist es häufig so, dass es dass viel Assoziatives drin ist. Es geht um unterschiedliche Themen, die sind häufig ganz banal. Zum Beispiel der Song, den wir nachher spielen, für immer Jetlag. Da geht es, also der Grundgedanke war eben, dass ich häufig in der Tankstelle Menschen gesehen habe, die da ihren Abend verbracht haben, Bier trinkend. Und ich das immer als ganz seltsam empfunden habe, gerade in der Tankstelle zu stehen und da so seinen Feierabend zu verbringen. Und das ist eigentlich ein Aufhänger dieses Textes. Aber man kann nicht sagen, es geht nur um ein Thema. Das wäre ja auch ziemlich langweilig, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also ihr seid natürlich alle sehr jugendlich noch, ne? Aber warum heißt ihr denn Haus der Jugend? Weil als ich das erste Mal euch gegoogelt habe, dann habe ich Tausende von Klicks gekriegt und dann habe ich aber das zusammengeschrieben, dann habe ich es wieder gefunden. Aber Cordula, sagte mal, warum heißt ihr Haus der Jugend? Ja, das hat sich eigentlich so im Proberaum entwickelt. Also wir haben nach einem Bandnamen gesucht und haben lange keinen gefunden. Und dann haben wir irgendwie so rumgesponnen, ja, wenn wir dann berühmt sind, dann spielen wir hier und da und dann im Haus der Jugend Neuss. Und dann haben alle so, Haus der Jugend ist eigentlich ein cooler Name. Und irgendwie gab es dann so einen Konsens und dann haben wir den mal wieder verworfen und dann fanden wir den aber doch wieder gut und jetzt heißen wir einfach so. Also ihr hättet euch auch NRW Live nennen können, weil jetzt seid ihr ja berühmt, seid ihr bei NRW Live und dann ist ja alles super. Also ich finde auf jeden Fall das Album wunderschön, ich freue mich sehr, dass ihr noch zweimal spielen werdet. Schön, dass ihr heute bei uns seid und vielleicht erzählen wir noch ein bisschen mehr über das, was ihr so sonst noch macht. Aber erstmal wollen wir zum Sport übergeben und dann sonst, das hier ist das Album. Achso, das könnt ihr gewinnen, aber dazu gleich. Erstmal Sport.